Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 206 gelandet und gleich mit dem Räusper angefangen. Natürlich sehr praktisch. Ja, und wir stehen auch schon vor der ersten Bot. Nein, es ist nicht der New Holland. Ist das gut, das gute kleine Stück hier? Läuft unter Lizard, 1400er. Das ist ein Silageverteiler. Das heißt also, das ist dazu da, um halt irgendwelche Hückelsachen rauszumachen oder Silage in die letzte Ecke zu treiben, sozusagen. Wenn ihr mit einem Durchfahrsilo dementsprechend arbeitet. Ich mache das gute Stück mal an. Da seht ihr, es wird einfach ein bisschen gedreht und dann, damit es nicht zu weit wegfliegt, links und rechts die Schotten und dann wird der Spaß verteilt. Das ist schon der ganze Trick. Viel mehr brauche ich gar nicht zeigen. Weil das ist das, was er macht. Ne? Klar, natürlich würde ich dann zum Arbeiten das Ganze runtersetzen. So. Und dann würde er halt das Ganze schön glatt machen. Ja, finde ich schon mal keine schlechte Geschichte. Ja, wie auch heute, habt ihr vielleicht im Titel schon gesehen, alle Mods, die ihr jetzt hier seht, sind sowohl für PC, Mac, wie auch für Konsole, sprich also für PS4 und für die Xbox One Variante, des LS19 gedacht. So, ja, Shop. Das ist natürlich erstmal der nächste Punkt. Wir wollen ja nichts vergessen. Wir gehen unter Schiebeschilder. Und da seht ihr es, er ist 1400er, läuft unter Lizard, kostet 700, braucht 60 PS, hat 1,40 Meter Arbeitsbreite und ist halt dazu da, um die Silage zu verteilen. Gut, da bin ich mal wieder mal in die falsche Taste gekommen, das kommt öfter vor. So, jetzt kommen wir zu einer Runde Forstgeschichten. Und zwar sind wir jetzt hier bei den, wenn ich, also ich will mich nicht festsetzen, aber wir hatten ja schon mal von John Deere Forstgeräte da und das hier sind jeweils die kleineren Versionsnummern davon. Das heißt also, hier wird wahrscheinlich etwas weniger Leistung vielleicht da sein, obwohl ich glaube, hier der Schneidkopf ist, glaube ich, die gleiche Größe sozusagen davon. Sieht ein kleines bisschen anders aus, meine ich allerdings. Hat auch eine Typenbezeichnung H270. Ne, müsst ihr dementsprechend mal gucken und direkt vergleichen. Ich habe jetzt die anderen Varianten jetzt hier nicht stehen. Wenn ich das Ganze jetzt hier aufmache, seht ihr selber, so, da geht's auf. Ne? Anmachen kann ich jetzt natürlich in dem Sinne nichts, weil es ist kein Baum da. Ne? So einfach ist es ja. So, ja, wir sitzen drin. Ihr seht selber, schön, Kabine, allen drum und dran. Die Kabine ist, ich das jetzt mal vernünftig machen würde, so. Die Kabine ist mitdrehend. Das ist hier der Punkt. Ihr seht selber, das Fahrzeug selber bleibt stehen. Ne? Man kann das Ganze schön hier langsam in der Runde drehen. Kabine sieht sonst auch alles ganz ordentlich aus. Man hat eine Gesamtbeleuchtung drin, aber ich glaube, die ändert an den beleuchteten Knöpfen nichts, sondern es ist einfach nur eine Lichtquelle, die von oben auf die Knöpfe scheint. Und wir haben die Harvester-Einrichtung vorne, die Kamera extra dafür. Und wir haben halt die normale Kamera dementsprechend. Ich mache jetzt hier nochmal den Lichtpart. Ihr seht selber, da ist nur der zusätzliche Knopf für die Innenbeleuchtung. Sonst ist bei einmal Schalten schon alles an. Hier haben wir halt dann links und rechts jeweils drei Scheinwerfer unten und halt oben einen Kranz in der Runde mit den Frontscheinwerfern dabei. So, ja, zeige ich gleich dann zusammen mit den anderen im Shop. Ich mach die Jungs mal alle gleichzeitig. So, dann haben wir wieder den guten Kollegen hier am Start. Auch die etwas kleinere Variante, glaube ich. Wir sind jetzt hier beim 1210G. Die Ladefläche kommt auch etwas kleiner vor. Und ich glaube, der andere hatte hier auch vier von den Rugen dementsprechend dran. So, hier machen wir den Lichttest mal zuerst. Ihr seht, hier geht erst die Innenbeleuchtung an. Warte mal, das nochmal, dann seht ihr es ein bisschen besser. Wer jetzt auf den Fahrer achtet, da. Erst innen, dann hinten, dann vorne, dann aus dementsprechend. Ja, fährt natürlich auch ganz normal. 21, so um die 20 km/h fahren die meisten in dem Bereich. Ne? Gucken auch hier nochmal von innen. Auch hier haben wir eine grundsätzliche Beleuchtung, die innen angeht. Das ist ja bei der ersten Lichtschaltung gewesen. Sieht sonst innen, genau wie der andere, auch eigentlich ganz ordentlich aus. Da kann man eigentlich so nicht motzen. Hat natürlich jetzt die ganzen Varianten. Und wir haben hier als Besonderheit, deswegen zeige ich es jetzt mal so aus der Kameraperspektive vom Kran, wir können das Ganze hier hinten erhöhen. Ne? Es gab ja schon andere Varianten, die haben das Ganze dann zur Seite gefahren und sind dadurch größer geworden. Der hier kann es auf jeden Fall so dementsprechend auch erhöhen. Ne? Wir können Fahrtrichtungswechsel und sowas machen. Klar, wir haben hier ganz normal die Kraneinheit. Wenn man die bedient, das weiß man von jedem anderen Kran dementsprechend dann auch. Ne?
auf und zu und klappen und was da so schönes bei ist. Klar, auch hier wieder ganz normal Spanngurte. Ja, aber wie gesagt, wenn wir hier die X-Taste drücken, dann fahren wir die guten Stücke aus und dann kriegen wir auch ein bisschen mehr noch drauf, wenn wir wollen. So. Wir hüpfen mal über die Kameras weiter. Da sieht die Position 2 und da sind wir wieder in der normalen Position. Und ich mache jetzt auch mal das Licht aus. So, bei dem nächsten, das ist jetzt, ne, hier seht ihr, das gute Stück. 9,51. Ne? Komatsu. Erkennt ihr vielleicht sofort den Unterschied? Ich gehe mal davon aus. Der Unterschied ist nämlich ganz einfach zu sehen. Es ist ein Dreiachser. Der hat hinten dementsprechend nur eine Achse, vorne zwei Achsen. Und auch hier, ne, ich mache die Hilfe mal kurz an, seht ihr ganz normales Kran-Schneid, ne, Funktionsspat. Ne. Die Schnittlänge kann man einstellen von 1 Meter ne, bis 8 Meter hin. Also alles normal, was man dementsprechend so weiß. Der kann. Also das kleine Geschwisterchen. Diesmal haben wir hier die Variante, dass das Licht seitwärts umschaltet. Das heißt, wir haben also vorne und die Kranseite, sag ich mal so, die eigentliche Arbeitsseite. Dann haben wir die eher Blindseite, die wird dementsprechend gesetzt. Das ist halt das, was links von uns stattfindet, weil der Kran ist ja rechts aufgehängt jetzt hier bei ihm hier. Ja. Und dann haben wir das Arbeitslicht dementsprechend hinten. Also finde ich auch eine sehr interessante Geschichte. Sieht auch von innen gut aus. Hier passiert lichtmäßig innen drin dann nichts, aber sonst auch so sitztechnisch und sowas. Ist eigentlich alles okay, da kann man eigentlich nicht motzen. Wir haben auch hier die Kamera für den Harvester vorne selber in zwei Varianten. Ja, und das ist es dann. Ne? Unterschied seht ihr nochmal, wie gesagt, drei Achser. Und wir haben es vorne rechts aufgehängt. Und hier seht ihr, ist der Kranpart davor gesetzt. Und die Kabine an sich dreht sich synchron mit dem Kran. Ne? So, ja, dann würde ich sagen, die drei Sachen schauen wir uns nochmal zusammen im Shop an. Dafür gehen wir unter Forstmaschinen, die sich selbst bewegen. Da haben wir das gute Zeug schon. Und ja, da seht ihr ne, den 931XC, das ist die Vierachser-Variante. Hier seht ihr den 951 ohne irgendwelche X-Geschichten. Ne? Preislich liegen die ungefähr gleich. Hier haben wir die Möglichkeit der Ketten-Ja- oder Nein-Variante. 285 PS hat er. Das war der Komatsu, den ich euch als letztes gezeigt habe. Als Verhältnis gesehen dazu, der hat eher etwas weniger PS, aber vier Achsen, deswegen liegen die Jungs ungefähr beim gleichen Preis. Und hier seht ihr selber, die Jungs sind etwas günstiger dementsprechend, weil die Leistungsklassen etwas kleiner sind. Hier hätten wir dementsprechend auch die Möglichkeit, Kette ja oder nein zu wählen. Und das ist das auch schon, was es hier an Innenausstattung, an Sonderausstattung gibt. Bei dem guten Kollegen hier haben wir noch auch Kette dazu. Und hier können wir vorne noch wählen, noch ein Schutzschild. Und wir haben die Motorauswahl zwischen 280 PS und 320 PS das Ganze zu setzen. So, ja, wer also in den Forst möchte, hier habt ihr eindeutig eine sehr gute Möglichkeit. So, gut, okay, wir marschieren eine Runde weiter. Und wir kommen zu diesem guten Köckerling, nämlich dem Köckerling Allrounder, den ihr hier seht. Das ist ein, kaum zu glauben, es ist ein Grubber. Und ich werde als erstes mal das Spektakel auseinanderklappen. Da seht ihr selber, es ist kein kleines Gerät. Ne, auch hinten die Zusatzsachen, als dass sie hier die Übergänge hier schön runtergeklappt werden. Wir sind also immer noch am Klappen, wie ihr seht. Und wenn man sich das gute Stück so von oben anguckt, da war auch einiges zu klappen. Ne? Ich klappe das jetzt hier auch mal wieder zusammen. So. Seht ihr selber, erst kommen die Außeneinheiten. Dann habt ihr hinten die beiden Zusatzeinheiten und dann klappt alles nochmal um. Also wie gesagt, sehr schön gemacht. So, ich klappe das nochmal auf. Jetzt gucken wir, wenn das ausgeklappt ist und das Ganze mal ausgeklappt draußen an. Ich kann natürlich jetzt hier einmal ein bisschen dichter rangehen, setze das Ganze runter. Dann würde ich damit durch die Gegend fahren. Dass er jetzt hier nicht so zügig in die Füße kommt. Das liegt ganz einfach daran, dass hier eine ganz andere PS-Klasse gefragt ist, wie der Traktor, den ich da vorne vorgesetzt habe. Ja, wenn ihr euch die Texturen anguckt, das sieht alles sehr gut aus. Ne? Man hat halt sehr viel dran, man hat hier die üblichen Beleuchtungssachen dran. Also, der hat schon was. Wer also einen großen sucht, ne? Ich meine Grubber natürlich, der ist hier genau an der richtigen Stelle. So, Grubber, da haben wir das gute Stück.
Nämlich da. 94.000 Koster. Im Verhältnis gesehen, ne, zu ihm hier mit 12 Metern und 500 PS, liegt er bei 520 PS bei 14,50 Meter, was also schon eine eindeutig gute Größe ist, ne? Er kostet eine Ecke mehr, braucht aber etwas weniger PS und ist etwas breiter. Also wie gesagt, preislich passt er sich da gut rein ins Gefüge, kann man nicht anders sagen. Und ja, wir haben sonst auch nichts einzustellen halt. Ist halt einfach ein Grubber, den man auseinanderklappt mit loslegt. Man muss nur den gewissen Bums mitbringen, nämlich die 520 PS, dass man ihn mit seinen 14,50 Meter auch vernünftig bewegen kann halt. Ne? So, gut. Den haben wir auch. Den lassen wir aber hier stumpf so stehen und laufen hier weiter. Und wir haben hier, genau, Grimme GF 90-4. Das ist eine Kreisegge dementsprechend. Ne, ist als Mod ein Umbau, würde ich sagen. Von den Texturen nicht das super aktuellste. Aber wer möchte, ne? Warum nicht? Ist halt, wie gesagt, eine Kreisegge. Ich weiß nicht, hier unten. Ich fange das mal an. Da sieht man den ganzen Kram jetzt drehen. Das könnte auch eher wie Krautschläger aussehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Kann das Ganze runterlassen. So, dann könnte man damit kreisägen. So hat der Modder sich das gedacht. So, ja, ich steige aus. Auch das gute Stück zeige ich euch. Finden wir dann erschreckenderweise unter Kreisägen wieder. Da seht ihr es, kostet 15.000, braucht 180 PS bei 3,60 m. Ist im Verhältnis zu den anderen, ja, ne, braucht ein bisschen mehr Dampf, muss man schon sagen. Wenn man den passenden Traktor hat und meint, das ist genau das richtige Gerät, ne, warum nicht? Man hat halt im Verhältnis zu dem kleinen immerhin 60 cm mehr an Arbeitsbreite beim gleichen Preis. Auch hier ist shopmäßig sonst nichts weiter zu sehen. So. Und ja, das war glaube ich schon Nummer 6 und 7 haben wir heute und da vorne steht. Jetzt sagt ihr, Moment, so ein Massey Ferguson 7er Serie, da fährst du immer mit durch die Gegend. Nein, das ist ein Massey Ferguson 7er Serie und da fahre ich nicht immer mit durch die Gegend. Genau. Ne, ihr seht selber schon die Jubiläums-Edition. Ihr seht hier extra schön den anderen Lack drauf, Felgen ein bisschen. Ne? Es ist die 7er Serie, aber wir haben eine schöne Mod-Variante davon. Mit allem Schickimicki, was man sich so vorstellen kann. Ihr habt natürlich klar ganz normal die Lichtvarianten. Zeige ich euch natürlich auch von innen. Da passiert hier leider nicht so sehr viel, bis auf die Knöpfe da beim Joystick. Oh, und die. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Die Säulenleuchten gehen auch an. Okay, ich behaupte das Gegenteil. Spiegel funktionieren vernünftig. Ich habe natürlich genau passend den New Holland hinten in den Spiegel gestellt. Ah, selbst beim Überwachungsdisplay dort sehen wir, dass die Leuchten angehen. Ja, das ist auch schon mal okay. So, einmal das. An extra Funktionen haben wir hinten schön das Fenster aufzumachen. Wir können auch die Tür aufmachen. Das, was nicht aufgeht, ist leider die Dachklappe. Hätte ich vielleicht noch einen Tick lieber gehabt wie die Tür, aber wie gesagt, wir machen die Tür erstmal wieder zu. So. Und lassen die Klappe hinten schön auf. Ja, finde ich sehr schön. Geht's auch eine Runde in den Shop. Traktor, mittelgroß, ganz am Ende, 176.000. 210 PS Variante. Wir gehen vom Motor also dann hoch bis 280 PS, was ja sein normaler Rahmen auch dementsprechend ist. Reifen, Trelleborg, Michelin, Mitras, Nokian haben wir also alle Sorten da. Und dann natürlich auch die verschiedensten, ne, Größen, Kombinationsmöglichkeiten. Das Design, was ihr jetzt hier seht, die Jubilee, also die Jubiläumsedition, die sorgt halt dafür, dass da an der Seite auch noch der schöne kleine Aufkleber dran kommt. Und ja, wir haben hier unten noch die Variante Frontlader, ja oder nein. Und dann kommt die Farbgeschichte. Das war das Rotmetall oder Schwarzgrill-Geschichte hier ist für Design. Auch hier können wir also eine Black Edition draus machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel wollt. Ne, dann sieht das Ganze so aus. Haben wir hier allerdings jetzt so ein bisschen Rot-Applikation noch mit dran. Wenn wir die Designfarbe dann so stellen, dann seht ihr, dass ihr hier noch ein bisschen, ne, die Grillfarben in Rot habt. Aber wie gesagt, da könnt ihr ein bisschen dran rumwurschteln. Da gibt es so ein paar Sonderfarbengeschichten. Möglichkeiten sind ja da nicht super viel, aber ich finde es schon mal okay, dass man es kann und dass man auch die Metallic-Variante hat. Man kann auch sagen, ich möchte das gerne in Weiß haben, die Felgen, weil die Felgen, die kann man wurschteln, wie man möchte. Ne, da seht ihr selber, da ist ein bisschen mehr Farbauswahl. Hier gibt es natürlich auch so Metallic-Grün Sachen oder sowas. Also wer möchte, ne, der kann hier richtig loslegen. So, ja, aber
was soll ich sagen? Mächtig loslegen. Wir sind nämlich schon wieder ganz mächtig am Ende der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Würde mich natürlich sehr über ein Teilen und auch ein Abo freuen. Ja, das sind alles Mods gewesen. Die müssten für alle zu kriegen sein. Also auch für Konsolen und PC und Mac. Ne? Wenn ich den nächsten Teil habe, ich glaube, morgen oder übermorgen wird es nochmal einen Teil geben. Da wird es nochmal für alle gehen sozusagen. Ich versuche immer so ein bisschen was hinzumachen, bin auch überlegen, werde wahrscheinlich auch noch eine eigene Playlist einrichten, dass ihr diese Mods und Co-Editionen, die ich extra, so betitel, dass es für beide ist sozusagen, ne? Die werde ich dann vielleicht nochmal extra zusammenfassen, damit ihr als Konsolenspieler dann nicht übersuchen müsst oder so. So, aber wie gesagt, einmal was für alle, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis morgen.